Ein wundervolles Geschenk von Jesus erwartet euch heute. Und zwar habe ich letzte Nacht den Auftrag bekommen, euch die Energien von Jesus so auf die Erde zu bringen, so intensiv zu channeln, dass ihr vielleicht euch erinnern könnt an die Inkarnation mit Jesus. Ich selbst habe ja ganz viele Bilder und Erinnerungen aus dieser Zeit. Und ich war auch sehr eng mit Jesus zusammen. Ich denke, das wissen viele von euch. Und jetzt gerade in der Osterzeit ist es die Möglichkeit, dass wir einfach uns noch tiefer mit Jesus verbinden können und auch diese wundervolle, bedingungslose Liebe auf die Erde bringen und zum Frieden und für die neue Welt beitragen können. Ich schaue jetzt am ganzen Körper. Es ist total auch aufregend für mich, denn ich soll und ich werde gerne ein sehr, sehr intensives Channeling für euch machen. Und zwar werde ich mich mit der Jesus-Energie so intensiv verbinden, wie ich es eigentlich nur bisher auf den spirituellen Treffen gemacht habe. Und dass diese intensive Verbindung, die ermöglicht eine noch viel intensivere Ausstrahlung der Erlösungsenergie von Jesus, der Heilungsenergie, des Schutzes und der bedingungslosen Liebe. Also das heißt, in diesem Channeling, was wir gleich hören werden, kann alles Mögliche geschehen. Was geschieht, geben wir in Gottes Hände. Aber ich werde heute für euch, speziell für Ostern, meinen Kanal ganz, ganz weit öffnen und mich so intensiv verbinden, wie ich es, wie gesagt, in den Videos nicht mache, weil das ist eine sehr große körperliche Anstrengung und fordert auch sehr viel Kraft von mir. Und deswegen, aber heute tue ich es gerne mal für euch. Und ja, schön, dass ihr da seid und dass ich das für euch tun darf. Und ich werde auch in der Botschaft dann beim Channeling meine Brille abnehmen. Das soll ich machen, damit ihr ab und zu in meine Augen schauen könnt. Denn durch die Augen wird ganz viel tiefe Liebe von Jesus fließen und die wäre eben dann noch intensiver zu spüren, wenn die Brille nicht da ist, wurde mir gesagt. Das mache ich natürlich gerne. All dieses ganze Video hat nichts mit Religion zu tun. Das ist einfach nur mit der Energie, also nur in Anführungsstrichen, intensiv mit der Energie, mit Jesus zu verbinden und die bedingungslose Liebe zu fühlen, die Einheit zu fühlen, auch die Nähe zu Gott Vater zu fühlen und seiner Seele zu zeigen, dass wir vertrauen, dass wir die Liebe auch gerne in unser Leben anziehen und uns der bedingungslosen Liebe öffnen. All dies soll so geschehen, wie es dann geschieht. Und ja, ich bin total aufgeregt und freue mich schon sehr darauf, auf die Botschaft. Ich weiß ja nicht, was für eine Botschaft kommen wird. Auf jeden Fall wird sie uns allen helfen und auch für die Menschheit nochmal ganz viel Hoffnung bringen. Gerade jetzt in der anstrengenden Seezeit, es ist ja für einige Menschen wirklich schwierig, damit zurechtzukommen. Und da wird uns Jesus auch ganz viel Kraft geben, in die Hoffnung, in dem Erkennen, dass das Leben ein oder das jetzige Leben oder jede Inkarnation ein Ausschnitt, ein kleiner Ausschnitt aus einem großen und ganzen Plan ist und wir deswegen keine Sorgen
uns zu machen brauchen, weil wir ja immer mit Gott verbunden sind, wenn wir es denn zulassen. Und dafür, ja, ist heute Jesus bei uns und wird zu euch sprechen. Es wird möglich sein, wenn ihr euch wirklich darauf einlasst, es wird möglich sein, Bilder aus der Inkarnation zu erhalten, in welcher ihr Jesus getroffen habt. Wenn ihr ihn getroffen habt, werdet ihr Bilder bekommen. Und je nachdem, wie sehr ihr euch jetzt fallen lasst und einfach in die Liebe hinein begebt, ist es sogar möglich, eine Botschaft von ihm zu bekommen, ein paar Worte zu hören, seine Liebe zu fühlen, seine Heilung zu fühlen oder auch einfach Bilder zu bekommen. Es wird so sein, dass jeder von euch nach seinen Fähigkeiten, so wie er eben aufgestellt ist von seinen Fähigkeiten, dass er Botschaften oder Bilder oder Gefühle empfängt. Ich muss mich gerade mal krabbeln. Mich kitzelt an der Nase. Und das ist also dann so individuell für jeden persönlich, werden diese Energien sich auf den jeweiligen Lichtkörper einstellen von euch und das ermöglichen, was für euch möglich ist, zu empfangen. Und es kann ein ganz wundervolles Erlebnis für euch sein. Und was ich auch noch sagen soll, es wird so sein, dass wenn man dieses Channeling wiederholt, immer wieder neue Impulse und Visionen, Erkenntnisse kommen werden. Denn die Energien, die wir jetzt uns holen von der aktuellen Osterzeit, und das ist für mich so eine freudige Energie, die wird uns dann auch Jahre später noch begleiten und uns den Weg zeigen, den wir gehen können, wird uns die Liebe zeigen, aufbauen und auch ganz viel Heilung bringen. Also alles, was jetzt heute geschieht, wenn du es morgen oder übermorgen wiederholst, wirst du möglicherweise andere Informationen bekommen, weil nämlich die Energien, die ich nachher für euch runterchannele, sich eurem Lichtkörper anpassen und eurer Seele anpassen. Die verbinden sich mit euch und dadurch werdet ihr immer entsprechend eurer Tagesenergie, eurem Tagesempfinden die Energien bekommen, welche euch gut tun. Und das ist ein ganz großes Geschenk. Und die Bedeutsamkeit wird einem vielleicht auch erst bewusst, wenn man dann das Channeling angehört hat. Aber wie gesagt, ich weiß überhaupt noch gar nicht, was ich channeln werde, was Jesus sagen wird. Ich weiß nur Jesus. Und ja, es ist ein ganz tolles Geschenk und ich bin sehr froh, lieber Jesus, dass du mir diesen Auftrag übergeben hast. Und ich tue es mit ganz großer Freude für euch, denn ich möchte natürlich auch, dass es euch gut geht. Und dass wir in unserer Gemeinschaft noch stärker werden und noch mehr wachsen können. Das ist mein Ansinnen und das passt jetzt alles genau hinein. Ja, ich bin echt aufgeregt und ich wünsche euch jetzt auch gleich ganz viel Freude bei dem Channeling, ganz viel Heilung, ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Jetzt nehme ich schon mal meine Brille ab. Jetzt seht ihr mich auch mal ohne Brille. So, wohin lege ich die denn? Die lege ich mal hierher, dass ich sie nachher auch noch finde. Und ja, ich bin bereit. Ich habe mir hier schon extra das Auraspray von Jesus hergeholt. Die Aurasprays, die mache ich ja selbst. Und die kann man auch alle im Shop bestellen. Unter dem Video ist der Link, falls jemand da Interesse dran hat. Oh, es ist einfach schön. Ich schicke euch auch mal ein bisschen Energie rüber. Es ist wie so ein Wind, der mich umhüllt, der mich öffnet und trägt. So empfinde ich jetzt gerade dieses Jesus
Auraspray trägt mich hin zu Jesus, zu der Liebe. Und jetzt werde ich mich einstimmen und ich wünsche euch ein wundervolles Erlebnis. Es kann sein, dass die Einstimmung ein bisschen länger dauert, weil ich mich ja intensiv dieses Mal verbinde. Geliebtes Menschenkind, die Energie des Schutzes umgibt dich, wenn Jesus zu dir spricht. Die Energie der Liebe und der Hingabe umgibt dich, wenn Jesus bei dir ist. Und so richte ich mein Wort an dich. Voller Liebe bin ich heute gekommen, voller Achtsamkeit berühre ich, wenn du es mir erlaubst. Deine Seele und berühre ich, wenn du es mir erlaubst, die Felder der Erinnerung, welche uns betreffen. Denn es gab eine Zeit, als ich auf der Erde weilte. Diese Zeit war für mich eine schöne Zeit, denn ich war dir sehr nahe. Ich habe viele Menschen um mich herum gehabt und viele Menschen sind zu mir gekommen. Und wenn du bereit bist, meinen Worten und meiner Energie zu folgen, dann atme meine Liebe ein, welche jetzt zu dir strömt. Atme meine Liebe ein, denn diese Liebe wird dich tragen in die Felder der Erinnerung, welche du in deiner Seele trägst. Einstmals saßen wir zusammen am Ufer des Sees und ich habe deine Hand gehalten. Ich sah dir in die Augen und ich sprach zu dir. Die Worte der Liebe, die Worte des Vertrauens. Du hast mir sehr viele Fragen gestellt über das Leben und warum manche Dinge so sind, wie sie sind.
Ich habe dir geantwortet und dir von der großen Liebe Gottes erzählt. Und damals hast du dein Herz geöffnet und verstanden, um was es geht. Denn es ist der göttliche Plan, dem wir alle folgen. Und auch jetzt trägt dich oder hat dich dieser göttliche Plan hierher gebracht, damit ich diese Worte für dich noch einmal wiederholen durfte. Damit ich noch einmal zu dir sprechen darf und damit dir bewusst wird, dass alles einen Sinn hat und auch um dir die Hoffnung zu stärken, zu vertrauen, dass dich Gottes Liebe führen wird. Und immer geführt hat und immer noch führt. Es ist deine Entscheidung, dich meinem Vater zu öffnen. Ich bin der Vermittler und ich führe dich zu ihm. Auch dies sagte ich dir damals. Und dann sind wir am Ufer des Sees entlang gelaufen. Einige Jünger waren auch dabei und einige Menschen, die mir sehr nahe standen, hatten sich um mich herum versammelt. Und so sprachen wir über das Thema des Lebens und des Sterbens und des ewigen Lebens, über die Seele und über die Menschen. Möglich ist es, dass du Bilder erhältst, wo ich auch an anderen Orten zu dir gesprochen hatte. Denn alles, was du jetzt in diesem Moment an Gefühlen oder Bildern von mir übertragen bekommst, trägt die Energie der Wirklichkeit und es sind deine eigenen Bilder, denen du vertrauen kannst. Es ist die vollkommene Liebe, welche dich jetzt einhüllt. In diesem Augenblick stehe ich direkt vor dir und ich blicke dir in deine Augen. Und jetzt fließt Energie aus der Wirklichkeit zu dir. Jetzt fließt meine Liebe zu dir und in diesem Moment lösen sich all die Dinge, welche hinderlich für dich sind, von deiner Seele. Du darfst mir jetzt in diesem Moment alles übergeben, was dich belastet. Ich werde dich befreien von schweren Energien. Und ich bitte dich, dir zu erlauben, dass ich für dich wirken darf. Denn es geschieht mit so einer großen Liebe. Es geschieht mit der tiefsten Hingabe von Jesus für dich.
und die Energie wird jetzt fließen, ohne Worte. Sie wird dich da berühren, wo es gut und richtig für dich ist. Es ist nicht so wichtig, ob du die Augen auf hast oder geschlossen hast. Die Energie wird dich sowieso erreichen. Und es ist nicht so wichtig, ob du etwas fühlst, etwas siehst oder spürst. Die Energie wird dich sowieso erreichen. Also lasse los vom Verstand und gebe dich mit deinem Herzen hin. Denn dann sind die Energien frei und fließen genau dorthin in deinem System, wo du Hilfe benötigst. Und so umgibt dich die allergrößte, allumfassendste Liebe von Jesus. Sie heilt dich. Sie streichelt dich, sie öffnet dein Herz. All dies schenke ich dir voller Liebe und Hingabe, denn du bist es wert. Und auch völlig egal, ob du bei meiner Inkarnation bei mir warst, diese Energie schenke ich allen Menschen. Allen Menschen, denn ein jeder ist ein Teil des Großen und Ganzen. Und ich wurde von Gott auf die Erde geschickt, um die Liebe zu verteilen. Und dies tue ich jetzt in diesem Moment, gerade für dich, gerade für alle Menschen, welche dieses Video betrachten und zuhören, für alle Menschen, welche heute hier sind. Und so ertönen die himmlischen Chöre mit ihrem Gesang der Liebe und sie tragen dich in den schönsten Moment in meiner Inkarnation. Sie tragen dich zu dem schönsten Moment, welchen wir zusammen verbracht haben. Und es ist mir eine sehr große Freude, jetzt gerade mit dir zusammen zu sein. Empfange die Bilder unseres gemeinsamen Wirkens. Empfange die Bilder und die Gefühle oder die Worte, welche uns verbinden. Ich bin dir so nah und immer wenn du an mich denkst, darfst du diese Liebe spüren, diese Nähe spüren. Trost und Schutz soll dich umgeben. Ich bin bei dir.
ich bin immer bei dir. Und so streichle ich dir über dein Haupt, zart und sanft, über deine Schultern. Und ich nicke dir auch zu, allerliebstes Menschenkind. Ich bin da. Ich bin immer da. Und ich führe dich zu Gott, so wie es meine Aufgabe war und ist für immer. Ich danke dir, dass du heute hier warst, und ich danke Nirjana, dass du diese Aufgabe angenommen hast, und verabschiede mich liebevoll in den Tönen von Smarana, und dennoch bin ich immer für dich da. Es war so schön. Und ich kann nur sagen, ihr Lieben, genießt die Energie und denkt immer an das Gute. Alles wird gut. Wir sind die Schöpfer. Schön, dass du heute hier warst. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich umarme euch voller Liebe. Ein Küsschen noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Smile.